So, weiter geht's. Die B.I. Lüchow-Dannenberg spielt, glaube ich, in ganz vielen Bewegungsbiografien eine große Rolle. Na jetzt kommen ja gar keine Kastentransporte mehr. Jetzt wird ja alles gut, oder? Ha. Martin Donat von der B.I., du machst einfach weiter, oder? Ich mach einfach weiter. Unglaublich, wir lassen uns nicht einlullen. 35 Jahre lang kämpfen wir schon und stellen uns quer. Die lachen sich doch schlapp da, die Atomindustrie. Während Regierung und Atomindustrie von Entsorgung faseln, haben die Standortinitiativen überall im Land einen Sorgenbericht ausgearbeitet. Denn im ganzen Land steht der Atommüll herum. Ja. Überall. Und täglich gehen Atommülltransporte durchs Land. Die ersten, die den Bericht bei uns einkaufen gekommen sind, sind heimlich Vertreter der Atomindustrie gewesen. Ernsthaft. Sie wissen gar nicht, was sie überall rumstehen haben. Und nach diesem Koalitionsvertrag, da lachen sie sich ins Fäustchen. Denn die Haftungsbürgschaften für Atomkraftwerke im Ausland bleiben bestehen. Sie haben Bestandsgarantie für ihre Atomkraftwerke. Sie müssen den öffentlich-rechtlichen Fonds nicht einzahlen. Sie haben ihr Geld aufs Trockene gebracht und sie können weitermachen wie bisher. Wollen wir das hingeben? Darum kämpfen wir weiter. Auch gegen die kleinen Transporte, auch gegen die Anlagen, die sie errichten, die Verpackungsanlagen, die Umverpackungsanlagen, all das, was sie uns an Sand in die Augen streuen wollen. Da machen wir nicht mit, da stellen wir uns weiter quer. Das Wendland, das ist längst 100% erneuerbar. Längst 100% erneuerbar. Und Gorleben schieße ich überall. Richtig? Und was habe ich da eben gelesen? Ich habe da eben was gelesen und das ist der Slogan. Wir sind der Strom.